Wir müssen bauen, um unser Volk zu halten. Wir müssen die Dorfbewohner daran erinnern, dass es eine Ehre ist, Japaner zu sein. Ich bin noch gar kein Japaner, aber ihr seid wieder zurück hier zu Black and White 2. Genauso wie ich, da haben wir schon mal was gemeinsam. Und was wir noch gemeinsam haben, ist ein Teddybär. Hallo. Hallo. Ja, du siehst aber mittlerweile so ein bisschen flauschiger aus, ne? Ja, so ein bisschen goldglänzend. Ich meine, du bist ja auch gut. Du bist eine gute Figur. Also ich meine, du hast auch eine gute Figur. Aber ist egal, wir sind wieder bei Black and White 2 hier zugange. Wir sind noch immer auf der Insel, wo uns die Japaner gegenüberstehen. Ja, wir haben uns hier dieses schon ein kleines Mäuerchen hingebaut. Und ich möchte noch eine Sache testen, die mir hinterher auch wieder aufgefallen und eingefallen ist und gesagt wurde. Man kann, wenn die Mauern hier schon bestehen außerhalb des Gebiets, die auch fortführen. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht den Radius mit hinziehen, damit wir das hier aufbauen können. Damit hätten wir jetzt diese Mauer. Die muss nur noch gebaut werden. Und wer das macht, das wird sich zeigen. Hier sind ganz viele Schilder, stelle ich gerade mal fest. Schon gewusst, Kreaturpersönlichkeit. Jede Kreatur hat ihre eigene Persönlichkeit und ihr eigene Vorliegen und ihre eigenen Vorlieben. Jetzt ist das Schild sogar weg. Manche mögen Fleisch, manche Getreide, einige lieben die Gewalt, andere entspannen sich lieber bei den Spielen. Beobachte deine Kreatur, damit das Schild schneller verschwindet und damit du ihre Persönlichkeit optimal nutzen kannst. Ja. Kaufe im Menü Tribut Wunder, die deine Kreatur bewirken kann. Wusstest du Gesundheit? Die Kreatur wird fitter, wenn du sie an die Leine nimmst und mit ihr joggen gehst. Lässt sie die schweren Gegenstände heben, wird sie stärker, schläft sie in ihrem Gehege, wächst sie schneller, überfüttere sie, aber wird sie nicht zu schnell fett und faul. So, wollte ich schneller gelesen haben. Was haben wir hier noch? Schon gewusst, Kreatur Schlaf. Lässt du deine Kreatur nicht gelegen schlafen, wird sie unglücklich. Ja, Mensch. Na, deine Kreatur ist deine stärkste Armeeeinheit. Das heißt allerdings nicht, dass sie unbesiegbar ist. Ja, das ist okay. Schon gewusst, Statistiken, bla. Stärke. Bla. Ja, ist egal jetzt, ne? Wir wollen ja hier keine Lesestunde veranstalten. Ich möchte erstmal. Jetzt liegt der Teddy da auch noch. Na. Der kommt ins Gehege. Hier, zack. Flump. Ja, wir sind hier ganz gut unterwegs. Der Tempel ist komplett fertig. Hier sind keine Gläubigen bei. Und der. Achso, okay. Ja, aber der. Na, man sieht hier an den ganzen Smileys, dass er ordentlich für Stimmung sorgt. Hier ist noch sogar ein bisschen Erz, was einfach in der Stadt herumliegt. Wir brauchen hier unbedingt Wohnplatz, weil die zu viele Leute haben. Deswegen kriegen die auch keine Kinder, weil hier einfach kein Platz ist. Ne, wenn die nicht wissen. Was? Nicht da reinschmeißen? Wo ist denn der hin? Ach, da. Ah, was? So geht das ja nicht. Ja, ist egal. Huch. Ich möchte noch eine Sache eben schauen. Hier haben wir eine Produktivität von plus 65%, wo gerade niemand am Arbeiten ist. Hier haben wir eine von plus 45%. Hier haben wir eine von plus 45%. Ich möchte mal eine Sache eben gucken, wenn ich mir hier ein Abbild von ziehe. Steht ja direkt die Zahl von der Produktivität. Okay, das heißt, die schwankt auch ziemlich stark. Ist die Frage, woran liegt das jetzt genau? Hier hätten wir mächtig was zugange, aber es ist, naja, wir lassen das einfach mal. Wir haben das ja alles schon fertig gebaut, ist schon schön. Und jetzt kommen hier auch die anderen Leutchen, die jetzt den riesigen Umweg hier genommen haben, zu uns an. Und jetzt bauen wir da schon wieder eine Mauer hin. Das geht ja auch nicht. Mal gucken, ob wir hier eben ein Tor reinhauen können. Wahrscheinlich nicht, weil wir dafür erst die Mauer fertig haben müssen. Ja, geht nicht. Aber vielleicht kommen die Leute einfach so drüber. So, was hatte ich denn noch, was ich hier bauen wollte? Ich meine, wir haben ja jetzt... Ach ja, genau, ich war ja in Häuser. Wir haben jetzt unser schönes Dorf hier. Wir müssen unbedingt mehr Wohnplatz schaffen. Das haben wir schon festgestellt gehabt. Hier wollte ich das. Hier ist ja eine schöne Wiese. Ist hier quasi das Designerviertel von dem ganzen Dorf hier. Wir können uns das hier auch noch ein bisschen erschließen. Wobei, ja... Ich mache hier einfach mal einen Weg hindurch. Na, und zwar so, dass da links noch Häuserplatz sind.
also Platz sein könnten. Da sind die Leute schon da. Nein, aber die rennen da einfach drüber hinweg. Jetzt können wir hier noch was hinbauen. Wunderbar. Zack. Ich versuche das mal nicht zu dicht zueinander zu machen. Ist natürlich... Muss man vom Platz ein bisschen schauen. Ja, das ist... okay. Ah, komm. Ja, ein Haus hier. Und hier kann dann vielleicht nochmal so ein Kinder... Ah ne, da ist schon eins. So ein Kindergedöns, meinte ich. Aber ich will hier mal die ganzen Umkreise davon erkennen. Das macht nur da oben was. Der macht auch hier unten was. Kann ich den hier hin platzieren? Das funktioniert theoretisch. Aber richtige Häuser gehen da unten nicht. Ach komm, ich mach das einfach mal hier hin. So. Ach, die gehen jetzt den ganzen Weg hier außen rum. Die können auch direkt hier vorne lang gehen, Mensch. Müsste doch nicht so sein. Was? Ich helfe so oft wie möglich beim Bau unserer Gebäude. Das ist sehr schön. Das freut mich. Da gibt's nachher ein Leckerli für. Hier. Du kannst auch nochmal, weil du ja immer so frei bist gerade, kannst tatsächlich immer Baumeister werden. Pam. Wir können der Kreatur auch noch hier im Kaufmenü ein paar schöne Sachen kaufen. Zum einen Zauber. Zum anderen können wir aber auch ihr hier die erfahrenen Tätigkeiten zuwenden. Sie hat sich wehgetan. Ist sie gegen den Stein gesprungen? Der liegt. Ja, wäre ein bisschen paddelig. Wir können sie hier ein bisschen fördern. Das heißt, erfahrener Baumeister, die nächste Stufe der Baumeisterrolle, deine Kreatur. Ihre Geschwindigkeit und Effizienz beim Bau von Gebäuden erhöht sich. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, ne? Braucht halt nur wieder 50.000 Tribut. Aber ich meine, wir haben ja so viel. Wir können natürlich auch sparen hier auf eines der Wunder. Zum Beispiel das Sirenenwunder. Sind wir eigentlich relativ dicht bei dran. Bringt mächtig Eindruck. Und ist auch für den Notfall, sag ich mal, nicht schlecht. Ne, es ist zumindest kein besonders böses Wunder. Die nehmen wir mal eben fix mit. Zack. Bringen uns mächtig viel Erz mit. Sehr schön. Und wir kriegen natürlich Tribut. Ist auch immer ein schöner Nebeneffekt. Was ich eben hier schauen wollte, wir haben ja nicht nur das Sirenenwunder, das Aukanwunder haben wir auch. Die Mutter aller Stürme. Vernichte deine Gegner mit den elementaren Gewalt der wirbelnden Winde. Hier haben wir, also, na, das ist schon wieder was Böses, das ist kaputt machen und sowas. Sirenenwunder sagt, der Gesang der Sirene bringt deine Gegner dazu, sich dir anzuschließen. Ein mächtiges Wunder. Das ist schon, da muss keiner sterben. Hier haben wir auch, Erdbebenwunder klingt auch schon so negativ. Ich wüsste nicht, wann Erdbeben mal positiv sind. Ich weiß nur, dass Erdbeeren positiv sind, aber das ist was anderes. Davon Wunder wäre allerdings auch cool, muss ich ja mal sagen. Aber das führt zu weit. Verwüste das Land, reiße die Mauern deiner Gegner nieder und vernichte ganze Städte. Ein Erdbeben ist der verheerende Ausdruck göttlichen Zorns. Ja, Vulkanwunder. Ein donnernder Berg erhebt sich und flüssige Lava strömt aus einem Riss in der Erde hervor. Nur wenige Wunder sind so gewaltig wie ein Vulkan. Ja, wie das aussieht, das haben wir ja schon gesehen auf der Insel, wo unsere Kumpels alle geplättet wurden. Wo wir unsere Leute hier gesichert haben. Wir können theoretisch ein Amphitheater kaufen, ist teuer. Wir können auch ein Bad kaufen, ist auch teuer. Aber schön. Und wir können hier natürlich auch das Herrenhaus nochmal kaufen. Das braucht zwar ordentlich viel an Zeug, bringt auch gar nicht so viel Platz. Aber es ist schön. Bringt viel Eindruck. Und die Leute freuen sich auch einen Ast ab dann. Aber ich würde fast erstmal sagen, wir machen da erstmal... Ja, soll sie so viel bauen oder soll sie eher sammeln? Ich will auch nicht alles kaufen. Weil so viel Tribut haben wir auch nicht. Ich möchte jetzt mal ein Altenheim holen. Omas und Opas, Senioren, Tattergreise, egal wie man sie auch nennt, irgendwo müssen sie ja wohnen, bis der Tod seine Sense ölt und ihnen einen Besuch abstattet. Tja, das sind ja fast Beschreibungen wie bei den Sims, aber das ist was anderes. Wir können das hier einmal kaufen. Ebenso die Universität, weil die schön ist. Bringt auch 1200 Eindruck. Die Quelle allen Wissens, das Volk wird klüger und sein Horizont erweitert sich. Dadurch sind die Menschen glücklicher und produktiver. Das ist schön. Das soll auch erstmal reichen an Kaufen.
Wir wollen ja nicht hier mit Geld um uns werfen, auch nicht mit Tribut. Wir müssen bescheiden sein. Das Lagerhaus ist leer, das hätten wir uns auch fast sparen können. Dafür sieht es hier schon besser aus. Es ist ja gerade Nacht, ne? Da ist hier eh keiner am Arbeiten, außer unsere Kreatur. Aber du hast Hunger. Ja, du hast Hunger. Was? Nein, du sollst keine Bäume fressen. Nein. So, du darfst, ich hab dich immer festgehalten hier, das geht ja gar nicht. Du darfst direkt ans Feld, an die Quelle. Einmal ein ungebackenes Brot zu dir nehmen. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt vernachlässigt habe. Du musst auch gleich pennen. Ist. Ja, das darfst du nochmal machen. Was? Ah nee, das sind schon wieder die Bäume. Bäume schmecken mir nicht. Das ist eine gute Entscheidung. Wobei, es gibt ja Süßholz. Das ist ja auch was Bäumisches oder was Wurzeliges. Na, ist. Du darfst gleich schlafen. Mit der Leine freier Wille. Ey, du bist pappsatt. Ja, ich auch. So, das ist schön. Diese Gesinnung. Ach, guckt euch das mal an. Sie ist aber Hallöchen. Ja, sie ist mächtig gut. Fettleibigkeit ein bisschen, 15%. Naja, wollen wir es mal eh nicht verübeln. Größe, 72%. Hat sich natürlich noch nicht so viel getan seit der letzten Statistikbetrachtung. Wir müssen auch nochmal, oder wir können auch nochmal ein paar neue Wunder hier kaufen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und genau, das ist ihre Lerngeschichte. Töpfermarkt, Kinderkrippe, Brunnen, Kornspeicher. Wo haben wir denn hier die anderen Sachen? Wollen die hier unten noch eine Taverne haben? Ich meine, die haben da oben eine. Die bringt da oben in dem Umkreis was. Der ist ja eigentlich, wenn man das hier unten nochmal macht. Oder wollen wir da lieber... Passt die da hin? Nein, passt da noch nicht mehr hin. Würde natürlich mächtig Party bringen. Hier unten passt die natürlich auch nicht hin. Ne, da kann man sehen, hier, je dichter das hier dran ist, umso mehr Stimmung bringt das dann auch. Klar, ne, wenn der Weg nicht so weit ist, dann freut man sich natürlich auch. Wenn man quasi von Stufe dort direkt in sein eigenes Bett fallen kann nach der langen Nacht, hat man noch gerne. Und wo ist jetzt hier das Altenheim? Da ist es. Das passte dahin. Wollen wir das mal machen? Ein bisschen abgeschieden hier. Ach, das ist schön, da freuen sich die Menschen auch. Zack. Die Alten müssen geehrt werden. Das ist wahr. Ja, deswegen mache ich das. Wir können auch noch die Universität bauen, wenn wir schon dabei sind. Wo passt die denn mal hin? Hat die keinen direkten Einfluss auf die Bevölkerung? Hm? Na, so von den Smileys hier. Dann können wir die ja theoretisch ja überall hinklatschen. Aber erstmal mache ich den Weg hier ein bisschen darüber. Das reicht nicht ganz so unten. Ich ziehe den einfach mal hier hin. Ist ja bestimmt nicht verkehrt. So. Ja. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Haben wir noch irgendwo Städte, die... Ah, nee, wir können ja... Ah, warum ist die Mauer denn fertig? Kann ich da jetzt ein Tor reinziehen? Torhaus? Oder ist das, weil das außerhalb von unserem Bereich ist? Oder ist das zu krumm hier? Das wäre ja nicht schön. Ich meine, wer braucht schon hier ein Tor? Huch. So. Wir haben hier noch einen Durchgang, der offen ist. Das ist dieser kleine Weg hier drüber. Ich hoffe, da fällt keiner in unser Dorf ein. Und ich glaube, ich werde einfach mal... Wie lange ist denn hier Nacht eigentlich? Ich werde mal kurz für Tag sorgen. Oder? Ach nee, die wollen noch gerne Schlaf haben. Haben die denn Schlaf gerade? Jo, die haben Schlaf. Jo, haben sie. Ich werde hier diese Aufgabe einmal machen. Haha. Aufgabe. Es wird Zeit für deine Prüfung, Novize. Zerstöre diese Blöcke mit deinem Chi. Konzentriere dich, Junge. Na, was der wohl vorhat. Oh, das tut
weh. Armer Kerl. Ihr solltet ihm helfen und die Blöcke zerstören, Meister. Da bin ich ausnahmsweise deiner Meinung. Zerstören ist immer gut, Boss. Wir sollen dem helfen zu schummeln? Wie ist denn das hier? Wir haben ja... Ich zeig einmal, wie die Aufgabe nicht geht. Ich hatte früher immer gedacht, wir müssen dann mit der Hand hier so links und rechts wedeln, damit das kaputt geht. Aber das stimmt nicht so ganz. Du musst härter trainieren, um die Macht des Chi zu bündeln. Stattdessen... Wenn du bereit bist, versuche es erneut. Ja, Großmeister Kai. Die Stimme passt ja gar nicht. Was wir machen müssen, wir müssen hier drüber schubbern, bis der Stein hier am Rauchen ist. Gut gemacht. Dafür brauchen wir die Geisterhand, oder hier die geistige Lichtdingsbumsgestalt, Gewalt, Gewand. Und dann geht das. Einmal hier anreiben. Und dann ist er auch kaputt. Ausgezeichnet. Und dann den letzten auch nochmal, bis er qualmt. Einmal darüber schubbern. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber pam, weg ist er. So, halten wir das auch. Wieder eine gute Tat vollbracht. Da zuppeln die beiden über die Frühlingswiese. Du hast die Prüfung bestanden, Novize. Da freue ich mich. Und er sich hoffentlich auch. Ja, da tut er das. Haha. Genau, wollte ich doch gemeint haben. Gut gemacht, Herr. Ihr habt euch den Tribut verdient. Ja, wir haben auch so viel gemacht. Gerade 40.000. Eieieiei, das ist aber mächtig, mächtig viel. Ich bin müde. Ja, hier, pennen. Da darfst du schlafen. Oder kann man ihr das direkt sagen? Ja, schlafe. Wunderbar, wir haben wieder eine gute Tat vollbracht. Und die wollen alle unbedingt eine Universität haben. Wir sind zu 72,2% gut. Das ist viel. Und wir gucken einfach mal, was sich hier denn noch alles... Vor den Alpen und Schwachen ist ein Zeichen von Stärke. Altersheim ist fertig. Na, wie hat sich das verändert hier? Gar nicht.